Transparenz hilft uns, Probleme und deren Ursachen zu identifizieren, um daraus Maßnahmen abzuleiten. Wie aber bekommen wir diese Transparenz? Mit der Software Trutops Monitor legen wir die Basis für ein aktives Shopfloor Management. Trutops Monitor visualisiert Maschinendaten in Form von Diagrammen und Kennzahlen. Dabei ist wichtig, dass diese Kennzahlen für alle Beteiligten verständlich sind und genaue Rückschlüsse auf die einzelnen Arbeitsschritte zulassen. So können wir gezielt Schwachstellen identifizieren. Denn Fakt ist, eine hohe Auslastung allein führt nicht unbedingt zu mehr Produktivität. Mit Trutops Monitor kommen wir weg vom Bauchgefühl hin zu belastbaren Daten. Die Lösung ist browserbasiert, das heißt, wir können grundsätzlich von überall mit jedem Gerät innerhalb unseres Netzwerks auf die Daten zugreifen. Wählen wir doch einfach die TrueLaser 5030 aus. Die Laufzeit sehen wir in diesem Kuchendiagramm und können uns auf ein bestimmtes Zeitfenster konzentrieren. Beispielsweise die letzten 30 Tage. Die Produktivzeit beträgt für diesen Zeitraum in Summe genau 38,5%. Wir können uns aber auch nur den gestrigen Tag anschauen. Hier sehen wir dann konkret, wann es Standzeiten oder Störungen gab und erhalten dazu eine detaillierte Fehlerbeschreibung. Jetzt, wo wir diesen Anteil an nicht produktiver Zeit kennen, hier Leerlauf, hier Störung, gehen wir direkt an die Anlage und suchen nach den Gründen dafür. Perfekt! Das Wichtigste ist doch, dass man loslegt, weil es sich lohnt. Wenn die Maschine nur eine Stunde am Tag steht, kostet mich das bei einem Stundensatz von beispielhaft 100 Euro 25.000 Euro im Jahr. Das sind riesige Potenziale mit geringem Zeiteinsatz. Haben Sie Fragen zu Trutops Monitor oder zur Transparenz, dann schreiben Sie uns gerne unter diesem Video einen Kommentar. Und nicht vergessen, liken, abonnieren und Glocke aktivieren, um keine weiteren Videos zu verpassen.